Ich habe hier den Graphen gegeben, offensichtlich eine Sinusfunktion, und ich suche dieses Q und ich suche das R. Soll ich alles aus dem Graphen rauslesen und was ist das T? Große Frage. Und als erstes schaue ich mir mal die genau an und habe das Sinus, der wackelt da immer rauf und runter. Offensichtlich hier geht es rauf und runter um diese rote Linie. Ja, so. Und dies, normalerweise läuft ja der Sinus so. Zack. Hier 1, minus 1, 2 Pi. Okay, und hier ist Pi. Und der ist jetzt offensichtlich hier so um 1 nach oben verschoben und das ist mein t. Also t habe ich jetzt schon. Ja, dies ist um 1 nach oben verschoben. T ist 1. Ja, weil ich es hier um 1 nach oben verschoben habe. Das nächste ist, der läuft ja normalerweise läuft der Sinus immer 1 rauf, 1 runter und der läuft jetzt hier 3 hoch. Und, also er wackelt immer 3 hoch, 3 runter, 3 hoch. Ja, und das ist das Q. Also y gleich 3 mal Sinus von, das da drin kenne ich noch nicht, plus 1. Bin schon ziemlich gut. Dann normalerweise habe ich ja hier ein Pi. Schon mal irritierend ist für den Schüler, dass ich hier keine Pis habe, sondern Zahlen. Aber das ist eigentlich, Pi und Zahlen sind das gleiche. Also hier steckt 3,14, hier ist das Pi und irgendwo da bei 6, irgendwas ein 2 Pi und so weiter. Aber egal. Der Sinus startet, also der startet hier und bei Pi ist er da, bei 2 Pi ist er einmal durch. Dieser grüne Sinus startet hier, da ist, das ist die Hälfte und bei 10 ist er einmal durch. Also wenn x gleich 10 ist, also r mal 10, ist der Sinus einmal durch. Das heißt, da muss im Sinus müssen da 2 Pi stehen. Also damit der Sinus weiß, er muss jetzt einmal durch sein, ja, müssen im Sinus 2 Pi stehen. Und r mal 10 muss also 2 Pi sein. Naja, mache ich halt dividiert durch 10. Und dann steht da, r ist 2 Pi durch 10. Ja, das kann ich auch einfach als Pi Fünftel schreiben. Und das war jetzt schon so Pi Fünftel. Pi Fünftel mal x. Das war schon der erste Teil der Aufgabe. Dann war jetzt ein zweiter Teil. Ich habe jetzt hier alles Mögliche verschoben. Wenn ich den jetzt noch in die Richtung nach rechts schieben möchte. Ja, also den ganzen Graphen nach rechts schieben möchte. Das ist wie bei der Parabel. Dann mache ich aus dem x mache ich ein x minus 1. Ja, also aus x mache ich ein x minus 1 und das Wichtigste ist halt diese Klammer, weil das da drin, also das war die Aufgabe B. Ja, wie verschiebe ich den? Ich habe wieder y ist 3 mal Sinus von Pi Fünftel und hier ist dann statt x ein x minus 1 und der Rest ist gleich plus 1 und dann habe ich einen Graphen, der genauso ausschaut, aber eben hier verschoben ist. Genau, das war die Aufgabe.